Super. Danke. Im Großartig. Keller, was jetzt zum Mobilitätscafé umfunktioniert worden ist. Der Kaffee steht nicht mehr auf den Tischen, aber ich glaube, die Themen sind noch heiß. Ich würde vorschlagen, ich erzähle kurz, worum wir uns auch in den 15 Minuten als kleinen Teaser unterhalten werden und dann darauf folgend in einer Zoom-Session. Von Abo bis Zero Emission. Wie verändert sich die Mobilität durch die Digitalisierung? Wie wollen die Bernerinnen und Berner in der Zukunft unterwegs sein und wie planen die Experten der Stadt, die Experten der Mobilität, wie planen sie diese Services für die kommenden Jahre? Das wollen wir herausfinden und mit mir habe ich drei Köpfe, die genau wissen, wie diese Zukunft aussehen kann und diese auch aktiv mitgestalten. Zuerst vorne auf meiner linken Seite Karl Vogel, welcher seit über 30 Jahren mittlerweile Verkehrsplaner in verschiedenen Städten der Schweiz gewesen ist und seit 6 Jahren die Verkehrsplanung der Stadt Bern leitet. Er entwarf für Bern eine Vision der zukünftigen Mobilität und ist gerade dabei, die dazu notwendigen Infrastrukturen und Betriebskonzepte aufzusetzen. Herzlich willkommen. Dann geht's weiter mit Michael Funk, welcher seit 3 Jahren bei Bernmobil als Unternehmensentwickler tätig ist. Er leitet das Programm Mobilität und in diesem Programm sind diverse Aufträge und Projekte für die Zukunft der Mobilität gebündelt. Er ist seit über 20 Jahren in Sachen Mobilität, also auch ein alter Hase, könnte man sagen. Es toppt nur Karl mit 30 Jahren. Und zuletzt noch Dr. Katrin Amacker, welche unter anderem Mitglied im Universitätsrat Basel ist, im Stiftungsrat der Merian-Iselin-Klinik und im Vorstand vom Verkehrshaus Schweiz sowie Präsidentin der Regio Basilensis. Zuvor war sie in der Konzernleitung der SBB als auch der Swisscom und dort für Themen Nachhaltigkeit und Themen, die sicher hier noch gut reinfließen. Zudem war sie viele Jahre politisch aktiv, unter anderem als Nationalrätin und auch Mitglied des Präsidiums CVP Schweiz. Herzlich willkommen an euch drei. Ich würde sagen, wir geben mal einen kleinen Überblick, was gleich in der Zoom-Session passieren wird, wo wir dann mit allen Zuschauern uns nochmal im Detail austauschen. Wollen wir mit dir, Karl, gerade einmal anfangen? Was ist so ein Thema, was du in die Runde gibst? Ich möchte vor allem erzählen, wie entwickelt sich die Stadt Bern. Wir wollen nämlich klimaneutral werden und wir wollen stadtverträgliche Mobilität hier haben. Und stadtverträgliche Mobilität, das heisst vor allem, dass wir setzen auf Fuß, Velo und öffentlichen Verkehr. Die Stadt ist gebaut, der Raum ist knapp, das heisst, das hat Konsequenzen, vor allem für den motorisierten Individualverkehr. Wir müssen den reduzieren und gleichzeitig wollen wir aber sicherstellen, dass der Wirtschaftsverkehr gut funktioniert. Und das ist die grosse Herausforderung. Und ich will es vorweg schon sagen, Digitalisierung ist nicht etwas, das kommt und hilft. Digitalisierung ist etwas, das wir brauchen, zwingend brauchen, um eben unsere Ziele zu erreichen. Und das brauchen wir vor allem für den beschränkten Raum, der noch zur Verfügung steht, für vorwiegend für den Autoverkehr. Und dort gäbe es aber noch andere Räume, die möglich sind, wie zum Beispiel auf den Busspuren. Aber um einzelne Fahrten darauf zu ermöglichen, dann müssen wir Berechtigungen geben können. Berechtigungen können geben, das heisst nur, wenn die ganzen Systeme vernetzt sind. Also einerseits, dass die Verkehrsteilnehmenden vernetzt sind mit den Infrastrukturinformationen, aber natürlich auch mit den Fahrzeuginformationen. Und so können wir ganz gezielt priorisieren und eben den Wirtschaftsverkehr nicht nur ermöglichen, sondern auch deutlich besser machen. Gleichzeitig möchte ich auch noch erzählen über Homeoffice. Dort haben wir nämlich mit dem Modell ganz interessante Berechnungen angestellt und wie viel weniger Verkehr das gibt. Und da würde ich gerne im Zoom dann auch noch machen. Und so der letzte Punkt, der mir ganz wichtig ist, wenn es um Digitalisierung geht,
Das ist der Punkt von Atmosphären im Strassenraum. Wir wollen Lebensqualität im Strassenraum, gute Atmosphäre. Und dank Digitalisierung hoffen wir, dass wir den Charakter von der Verkehrsorientiertheit reduzieren können, zu attraktiven sozialen Räumen können gestalten. Und das, über das möchte ich auch gerne noch im Zoom reden. Da sind wir, glaube ich, alle sehr darauf gespannt, vor allem wie Homeoffice, was ja eigentlich heißt, immobil zu sein, wie viel Homeoffice mit Mobilität dann eigentlich zu tun hat. Freuen wir uns drauf. Der zweite Input von dir, Katrin. Dankeschön, guten Tag miteinander. Der Verkehr ist weltweit für ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. In den letzten Jahrzehnten ist der Verkehr richtiggehend explodiert auf der ganzen Welt. 1950 gab es 8 Millionen Auto, jetzt gibt es 1200 Millionen Auto und die meisten sind mit fossilen Energien betrieben. Die Atmosphäre von unserem Planeten hat einen so hohen CO2-Gehalt, wie sie noch nie gehabt in den letzten 3 Milliarden Jahren. Warum sage ich das? Es zeigt ein bisschen den Handlungsdruck, den wir haben. Es zeigt Dringlichkeit. Wir müssen politisch und gesellschaftlich, da sind wir gefordert. Und Digitalisierung, um die es heute und morgen ja vor allem geht in der Schweiz, Digitalisierung bringt da Möglichkeiten, wie man eben neue Modelle von Mobilität kann leben. Das klassische Modell heisst, man besitzt ein Auto, man besitzt ein Velo in der Garage, es steht meistens rum, man hat ein Halbtagsabo im Sack für den öffentlichen Verkehr. Man kann das mit der Digitalisierung ganz anders gestalten. Man hat das erste Mal in der Schweiz probiert im Jahr 2016 mit dem Projekt Green Class. Das war ein Forschungsprojekt, wo die SBB, BMW und die ETH Zürich zusammen mit Testkunden über gut 2 Jahre Messungen gemacht haben, indem man diesen Testkunden Mobilität an Diskretion zur Verfügung gestellt hat. Es hat zwei wichtige Erkenntnisse gegeben dort. Die eine ist, die Personen haben über die Zeit ihren CO2-Fußabdruck verkleinern. Die andere ist, dass der Umgang mit den Kundendaten, die Balance zwischen Kundennutzung und zwischen Datennutzung und Datenschutz, dass die ganz diffizil ist und das können wir sicher im Zoom nachher noch weiter vertiefen. Jetzt ist eine ganz spannende Phase. Es gibt ein Weiterentwicklungsprojekt von dem Green Class, das ist U-Move. Drei Städte, die Pionierarbeit leisten, Bern, Basel, Zürich, möchten an Kunden treten und die Art von Mobilität über eine digitale Plattform mit dem Sharing-Gedanken möchte das jetzt mehr skalieren, viele Kunden kriegen. Das ist ein ganz spannender Moment. Und auch hier können wir sicher noch darauf eingehen. Und da haben wir gerade die passende Person da, glaube ich, um uns so einen kleinen Teaser für U-Move zu geben, aber später dann nochmal mehr zu diskutieren. Michael, was gibst du als Themeninput für später auf Zoom für uns? Ja, merci für die Gelegenheit, U-Move etwas vorzustellen. Ich würde mal sagen, U-Move verbindet, was Mobilität ja auch soll, meiner Meinung nach. U-Move verbindet Menschen und Orte. U-Move verbindet aber auch verschiedene Verkehrsmittel über die digitale Welt. Analoge Verkehrsmittel über die digitale Welt verbunden. Und sie verbindet Unternehmen, denn wir haben in dem Projekt eine Partnerschaft aus 4 Transportunternehmen, die Zürcher Verkehrsbetriebe, die Basler Verkehrsbetriebe, Bernmobil und der neue Mobilitätsbereich von der SBB hat sich zusammengetan, um eben dieses U-Move zu erforschen. Das ist eine Weiterentwicklung, wie es Katrin gesagt hat, auch mit der ETH, auch mit Forschungsfragen, die ETH für uns beantwortet. Bevor ich auf die Details eingehe, die man dann ja auch im Zoom-Talk noch vertiefen könne, mal grob Mobilität und U-Move-Einordnung. Wir alle sind seit Kindesbeinen mobil. Wir alle kombinieren schon immer Verkehrsmittel, ob das jetzt in der digitalen oder in der analogen Welt war. Wir sharen auch schon immer Verkehrsmittel und der ÖV ist das große geteilte Verkehrsmittel. Keiner hat einen Tram oder einen Bus daheim und fährt mit dem durch die Landschaft. Wir von Bernmobil teilen die Busse und die Trams mit Ihnen, mit euch. Und es soll auch so bleiben und wir sind überzeugt davon, dass der ÖV der Backbone von einer Shared Mobility ist, zumindest im städtischen Bereich.
Die Welt verändert sich, wir haben deutlich mehr Sharing-Anbieter. Mobility Carsharing gibt es schon seit Jahrzehnten, in Bern Publibike seit einigen Jahren, demnächst vermutlich auch geshared Trottis. Der Wunsch nach einer individualisierbaren, flexibel gestaltbaren Mobilität steigt und die Digitalisierung bietet jetzt Chancen, die man bis vor vielleicht 10 Jahren noch nicht gehabt habe. Darum haben die vier Unternehmen für 3 Städte die Partnerschaft gegründet für YouMove. Was heißt das? Wir wollen in 3 Städte, Bern, Basel, Zürich, ein Abo testen. Ein Abo, was mehrere Verkehrsmittel umfasst. Für die städtische Zielgruppe, die Green Glass war eher so ein bisschen für eine Zielgruppe, die in die Städte gependelt ist, mit dem Auto und dann mit dem Zug oder dem ÖV weiter. Für städtische Zielgruppen, die verschiedene Verkehrsmittel umfasst, zu einem fixen Monatspreis. Ich will das Beispiel aus Zürich bringen. In Zürich sind wir seit August live mit dem Produkt. ÖV-Abo ist dort wie Pflicht, das ist wie ein Muss-Element in dem Abo. Ob das ein GEA ist oder ein Verbund-Abo, spielt keine Rolle, eben weil der ÖV weiterhin der Backbone sein wird in einer gesharten Mobilität. Dann haben wir 3 weitere Sharing-Anbieter integriert in Zürich. Das sind 2 Trotti-Anbieter, Voi und Tier, und ein Bike-Anbieter Bond. 3 weitere Unternehmen, die gescherte Mobilität anbieten. Für 19 Franken pro Monat Aufpreis zum ÖV-Abo kann ein Nutzer 60 Minuten frei über diese 3 Verkehrsmittel verfügen. Das heißt, ich kann mich entscheiden, wo setze ich die 60 Minuten bei den 3 Verkehrsmitteln ein. Das Ganze in einer App, über die man Abos kaufen kann, bezahlen kann, Fahrzeuge finden, Haltestellen finden, Routing-Abfragen machen und vor allem, ich kann mit dieser einen App alle 3 Anbieter öffnen und auch schließen. Das heißt, ich brauche nicht 3 Apps, sondern mit einer App kann ich die öffnen und schließen. Und Bern, jetzt rede ich über Zürich, wir sind jetzt aber in Bern. In Bern sind wir überzeugt, dass wir dieses Jahr noch live gehen, auch mit einem Bundle oder mit mehreren Bundles. Das können wir nachher vertiefen, was das sein könnte, wie das sein könnte. Im Moment rufe ich einfach auf, wenn Sie dieses Logo dann sehen in den nächsten Wochen, seien Sie neugierig, versuchen Sie das Abo mal für einen Monat, testen Sie es und vor allem geben Sie uns Feedback. Geben Sie uns Feedback, was ist gut, was ist nicht gut und geben Sie uns auch jetzt dann im Zoom-Call Feedback, was hätten Sie denn gern für Bern, was für Verkehrsmittel, wie kombinieren Sie, wie würden Sie gern in der Stadt unterwegs sein. Ich freue mich, das nachher vertiefen zu können. Wir haben jetzt über YouMove einiges gehört oder auch über die Stadtplanung oder was für Herausforderungen wir allgemein mit unseren wie fast 1200 Millionen Fahrzeugen Autos auf der Welt, was eine unvorstellbar riesige Zahl ist. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz festhalten, so welche Kernfrage dich zum Beispiel, Karl, interessiert dich, die du jetzt zum Beispiel gern angehen würdest im Zoom-Call in ein paar Minuten. Gibt es da vielleicht so eine Perspektive, wie du auch etwas challengen möchtest? Ja, also was mich vor allem wundernimmt im Zoom-Call ist die neuen Möglichkeiten, die sich anbieten, wie die ankommen bei den Kunden, ob die schlussendlich auch genutzt werden. Und das ist für uns vor allem wichtig, weil wir als Verkehrsplaner, Stadtplaner, wir versuchen ja die Bedürfnisse abzuholen, herauszufinden, und das auch zu ermöglichen unter den bestmöglichen Umständen, dass es auch sicher ist, dass es nachhaltig ist, klimafreundlich ist. Das sind Fragen, die ich gerne dann diskutieren würde. Mhm. Was würdest du gern wissen? Mal abgesehen davon, dass du uns mal zeigen kannst, wie tief wir eigentlich drinstecken. Gut, was für mich am spannendsten ist, sind immer Kundenrückmeldungen. Da sind wir auf dem gleichen Punkt. Und das ist einerseits, was Leute sich wünschen, was ihre Bedürfnisse sind, was sie gerne möchten. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man eine Feedback-Kultur hat, wo ein Kunde auch sagen darf, was ihn stört, was er lästig findet, warum er etwas nicht will, nutzen will. Und das sind genauso wertvolle Rückmeldungen. Und von dem her hoffe ich mir auch eine offene Diskussion und ein offenes Feedback. Mhm. Du hast ja vorhin auch gesagt, wir freuen uns auf Feedback zu YouMove. Feedback ist jetzt natürlich sehr groß. Gibt es vielleicht einen bestimmten Gesichtspunkt, den du genauer anschauen würdest zum Projekt, App, Kosmos, YouMove, was auch immer? Ja, das sind die Verkehrsmittel, die wir in das Abo integrieren. Also sprich, welche Verkehrsmittel würden
die Nutzerinnen und Nutzer gern in dem Abo für Bern haben? Würde sie die gern Modul haben, modulhaft haben oder gern ein Päckchen über alles, rundherum sorglos, quasi wie Skia für alle Verkehrsmittel? Das interessiert mich am meisten. Der Preis ist natürlich immer spannend, aber da müssen wir heute wahrscheinlich irgendwie ein Wunschkonzept können wir da schon spielen. Aber die Verkehrsmittel, welche Verkehrsmittel sind die Hauptverkehrsmittel, die ihr in der Zoom-Session nutzt und die für so ein Abo tauglich wären? Das ist eigentlich so das Kerninteresse, weil wir sind noch nicht live in Bern. Vielleicht können wir da sogar noch ein bisschen was steuern. Vielleicht wird mit dem Input ja nächste Woche Montag das Berner Projekt live gehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Seien Sie auf jeden Fall dabei. Wir gehen jetzt dann gleich in den Zoom-Link hier rein, wo wir mit unseren drei Experten Karl Vogel, Dr. Katrin Amaker und Michael Funk über verschiedene spannende Projekte diskutieren können. Der Livestream hier geht jetzt weiter mit dem Hauptstudio. Es geht wieder nach oben zu von Kennel Markus, der uns mit seinem weiteren Programm überraschen wird. Danke, waren Sie dabei und bis gleich.